drei gegrüßt kriege. Moment, hier schon mal wieder mein Freund Kugin. Du hast ja das erst gefunden. Vorerst muss bei Hilfe eines Schmelzofens veredelt werden, bevor du seine Schmiede verarbeiten kannst. Seinen Schmelzofen zu errichten, benötigst du Sotlingkerne. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Danke mal wieder für nichts. So, meine Lieben, es geht weiter bei Valheim. Wir haben jetzt hier beim letzten Mal den Hirsch, den Eki, irgendwas, ich bin da ganz schlecht, um das zu merken, auszusprechen, haben wir jetzt erledigt. Und dann können wir jetzt endlich diese Spitzhacke machen und dann natürlich im Düsterwald nach Metall suchen. Mal gucken, was wir auf die vorwärts die Folge schon machen. Muss ich den Kameraden davon aktivieren, den ich jetzt auch wieder einblende. Okay, dann schauen wir doch mal. Werkbank. Da haben wir die Geweihspitzhacke. Die stelle ich jetzt mal her. Mhm. Okay, da kriege ich jetzt nicht unbedingt gerade was Neues. Ich lege das Geweih mal zu den anderen tierischen Rohstoffen ab, wo auch Leder und so drin ist. Dann kannst du nämlich auch noch eine machen, glaube ich. Hoffe ich. Weil irgendwie sind nur noch drei Stücke übrig. Hat es jetzt mehr als ein Stück gebraucht? Es wäre echt nervig, wenn wir den nochmal erledigen mussten. Hat das Geweih war bloß eins. Ja, okay, eins tatsächlich. Ne, drei waren's. Also das heißt, du kannst ja auch noch eine herstellen. Hi, nee, wir haben bloß noch zwei harte Geweihe. Ja, aber du brauchst nur eins für die Herstellung. Das heißt, wir haben drei Stück bekommen. Ah. Was brauche ich noch? Hast du gesagt? Das Holz? Holz, genau. Holz werfe ich dir mal kurz auch hin. Ich habe hier gerade eben irgendwo. Okay. So, tue ich mal. Es ist wieder gerade mal so kein Stack. Das ist halt der Klassiker. Oh, die stärksten Felsen können gebrochen werden. Ja, genau. Das ist noch unser nächstes Ziel. Also, du erinnerst dich an Düsterwald. Ich meine, da gab es dann Felsen zum Brechen. Da haben wir Zinn und so bekommen und Kupfer. Und das kommt man ins Schmelzen. Also, das heißt, was wir als nächstes brauchen, wird so sein, dass wir... Ich brauche Lederreste und Hirsch. Ja, müsste eigentlich genügend geben, dass wir... Brauche ich ja nicht Rohstoffe, um zu reparieren? Ich teste es einfach mal. Das ist ja lustig, ich brauche keine Rohstoffe, um Dinge zu reparieren. Nee, reparieren sie einfach. Reparieren. So, was wollte ich noch? So, mit der Spitzhacke kann ich jetzt doch auch... hier in den Boden abtragen, oder? Ja, genau. Holz und Feuerstein brauche ich wieder. Echt, habe ich alles Holz gebraucht, krass. Genau, das ist tatsächlich wieder der Punkt, der mich interessiert hat. Seht ihr, ich kann hiermit jetzt den Boden endlich abtragen. Mal kurz hier schlafen. Ja, okay. Immer bei Tageslicht, das ist mir ein bisschen abduschter. Ja, ich würde auch sagen, wir sollten wir gleich mal vielleicht in Richtung Dunkelwald gehen an der Stelle. Damit wir mal die Metalle holen und dann müssen wir noch mal nach einem Dungeon gucken. Vielleicht noch die eine Zone, die wir bei dem einen, den wir das letzte Mal gefunden haben. Weil wir haben, glaube ich, nicht genügend, um so einen Schmelzofen zu bauen. Das werde ich aber gerade mal kurz verifizieren. Ich weiß, ihr habt schon gesehen. Ich wollte jetzt nur noch mal... Wir brauchen nicht den Kohlemeiler, wir brauchen den Schmelzofen. Da brauchen wir 5 und ich glaube, wir haben 3 bisher von diesen... Feuersteinen. Mal schauen, hier waren noch die Dinger. Oh, wir haben sogar noch 2 von den Feuersteinen. Okay. Dann tue ich kurz mal braten. Braten. El Bratos. Ohne Ich hab einen Kollege, der heißt Bratan. Bratan. Wie Nathan plus mit Doppel. Also mit Doppel A und BR. Brater. Cooler Name. Dachte ich mir auch, so echt was anderes. Wo kommen denn Federn hin? Da wo auch Leder und so ist. Linke Seite, untere Reihe, einer von den zwei Kisten müsste glaube ich sein. Ich würde schon was mit dem Grauzwerg aufmachen. Bestimmt irgendwann mal.
So, die andere Spitzhacke kann man eh nicht zerstören, oder wie war das? Doch, die Spitzhacke, die geht schon kaputt. Also ist ja die billigste Spitzhacke quasi. Nee, ich hau auf die Steine. Ach so, ja, damit kann ich auch die Steine kaputt machen. Aber tatsächlich wäre es wichtiger, dass wir dieses... Komm schon, Fleisch, werd mal fertig. Ach, ich hab keinen Bock mehr, du bist so Kohle jetzt. Auch ist der Schluss, oder du bist fertig geworden. Wie viel hab ich noch? Kein rohes Fleisch. Sehr gut. Hier gibt's Zugin. Okay. Der Düsseldorf ist äußerst reich an Mineralien. Sein Boden birgt Kupfer und am Strand des Ozeans findest du Zinn. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt Richtung Düsterwald als nächstes, will er uns damit sagen. Oder am Strand. Ja, Strand des Ozeans. Am Strand des Ozeans am Düsterwald, glaube ich, soll das heißen. Weil wir sind bisher ziemlich viel am Strand entlang gelaufen. Ich habe noch keine Zinnteile gefunden. Okay, Düsterwald. In welche Richtung war der Düsterwald denn? Moment, ich muss erst hin. Da waren wir doch schon mal. Wo ist denn? Ganz unten. Ja, da wo wir an Tag 4 gestorben sind. Nee. Genau, im Nordwesten war das doch, oder? Im Südwesten. Südwesten, ja genau. Ich grab mich jetzt nach Australien durch. Komm. Nicht so viel spitzhackisieren. Oh. Ist ja gut, dann. Komm. Ah, okay, hier ist Hugi noch, oder? Ja, ja, ich weiß, den Text hat der Kamerad schon vorgelesen. Ach, Heuling, den habe ich doch vorher schon halt. Fassbar. Okay, dann mal los, würde ich sagen. Ich müsste meine Spitzhacke reparieren. La, Spitzhacke. Ja, aber jetzt kann man hier theoretisch auch weiterbauen. Guck, jetzt sieht man den Balken hier nämlich. Und der war vorher in der Erde drin. Und ich habe ihn einfach nicht runterbekommen. Okay, die Richtung meine ich, oder? Süden, Südwesten. West-Südwest. Genau. Süd-Südwest. Nee, West-Südwest. Nee, Süd-Südwest. Eher nach Westen als nach Süden. Machen wir ein Wettrennen, wer zuerst da ist. Ich renne nicht. Das ist voll unelegant. Du kannst nicht rennen. Außerdem hat man ständig irgendwelche blöden Vollidioten, die einen angreifen, genau dann, wenn man keine Ausdauer mehr hat. Den renne ich einfach davon! Ja, Wikinger. Jetzt schauen wir mal. Letztes Mal hat uns Hugin ja davor gewarnt, den Düsterwald. Aber jetzt, da braucht man ganz gute Ausrüstung. Aber natürlich haben wir durch das Erledigen von dem Hirsch keine bessere Ausrüstung bekommen. Weil wir erst das Eisen dafür finden müssen. Besonders der Stoff, das Kupfer und das Zinn. Irgendwie fühle ich mich von Hugin verarscht. Wobei eigentlich, wenn man sich von Hugin verarscht fühlt, dann fühlt man sich von Odin verarscht, oder? Ja. Hugin war doch Gedanke. Deshalb hat Odin über Hugin kommuniziert. Und Munin war Erinnerung. Meine ich. So fest bin ich nicht in der Edda. Ich habe halt die Chronik des Eisernen Druiden bis zum... habe ich ziemlich intensiv durchgesuchtet. Und auch mehr als einmal gelesen. Und da geht er sehr detailliert auf gewisse... Vor allem aufs nordische Pantheon ein. Ich bin übrigens schon im Düsterwald. Glaube ich. Noch heißt Grasland, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier ein bisschen tiefer reingehe, dann haben wir Düsterwald. Kommst du demnächst... Ja, aber ich weiß nicht, wo du in den Düsterwald hinläufst. Das hier ist der Düsterwald. Hier auf meiner rechten Seite sind sich die Bäume.
Ich bin jetzt auch im Düsterwald. So, wo sehe ich jetzt Kupfer? Sieht man das, oder? Ich laufe jetzt mal in deine Richtung kurz. Ja, das sind solche, es ist natürlich wieder irgendwelche Krautzwerge, die mich bewerfen. Da wäre es vielleicht klüger gewesen, damit zu bleiben. Ich meine auch durch dieses Töten von unser von dem nervigen Hirschi hier hat sich auch verändert. Hier, ich habe schon einen Kupfervorkommen gefunden. Aber erstmal muss ich hier den Boiling töten. Also wo ich zum Beispiel bin, ist ein Kupfervorkommen. Das ist dann quasi so anders gefärbte Erde im Grunde vom Stil her. Erde? Ja, es sieht ein bisschen aus wie Erde oder wie Stein. Und ist dann so eine Erhöhung. Oh, hier ist hier ein Dungeon-Eingang? Nee, schade. Ja. Bis da so aus. Aber du musst schon aufpassen, hier sind jetzt auch natürlich mehr solche Grauzwerge. Komm mal in meine Richtung, es siehst du auch, wie das Kupfervorkommen aussieht. Ich hab hier irgendwas gefunden auf dem Boden, wollte abbauen. Also es steht ein Kupfervorkommen auf deinem. Okay, dann habe ich keinen Kupfervorkommen gefunden, wo es drauf steht. Hier steht Ast. Ja. Und zwar, sie sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner, leicht grünlicher, leicht moosbewachsener Hügel. Ah, verdammt! Jetzt kommen hier natürlich gerade Skelette. Ja, genau. Skelette, Moment, ich muss mich gerade mal neu sortieren. Krieg ich die klein? Ja, hier steht Kupfervorkommen. Ja, lauf halt noch weiter weg. Ja, ich komme mal in deine Richtung. Oh, nee. Und du hast gleich in der Nähe davon auch gleich einen Dungeon gefunden, oder wie? Sollte man vielleicht mal markieren. Vielleicht mal, wo das Dungeon ist. Ich bin gerade vorbeigelaufen. Das war jetzt irgendwo hier knapp hinter dem Kupfer. Das erklärt auch, warum hier Skelette waren. Das ist das am besten, wenn man es findet, auf der Karte gleich mal markieren. Gleich gegrüßt kriege. Moment, hier ist mal wieder mein Freund Rugin. Du hast ja das erst gefunden. Vorerst muss bei Hilfe eines Schmelzofen veredelt werden, bevor du seine Schmiede verarbeiten kannst. Einen Schmelzofen zu errichten, benötigst du Sotlingkerne. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Danke mal wieder für nichts. Aber lass mich mal kurz zurück zu dem Kupfervorkommen gehen, weil ich will das nämlich kurz markieren. So. Karte. Reinzoomen. Doppelklick. Hier. Und scheiße, das war einfach hier ganz knapp hinter dir. Das. Ja. Bau mal ein bisschen Kupfer, bis du es wieder gefunden hast. Nimm das Kupfer. Du hast mir zwar nichts getan, aber ich bin ein Wikinger und jetzt hast du trotzdem geschlagen. Aber das Kupfer, wo du warst, oder? Genau. Genau, du bist irgendwo von Süden hergekommen. Ja, das ist in meinem Spiel aber auch verdammt oft passiert. Deshalb bin ich echt dankbar für diese Kartenmarkierung, die es inzwischen gibt. Ja, komm, geh noch Zinn. Das sieht nach was aus. Nee, von hier bin ich gekommen. Also hier war ich, glaube ich. Genau. Irgendwo da muss auch eins sein, weil sonst wären die Skelette ja nicht. Ja, warte, hier war die Unterkunft. Ah, na super. Schon wieder Krautzwerg. Hör endlich auch nicht beim Arbeiten, sondern beim Arbeiten abzuhalten. Hier bin ich vorbeigelaufen, daran kann ich mich erinnern. Ist ja lustig, der Baum, der wächst mitten auf dem Kupfervorkommen.
Na, hier. Hier ist es. Okay, ich komm mal zu dir. Gleich, wenn ich das, also wenn ich diesen Platzkupfer noch abgebaut habe, komm ich zu dir. Markier es mal gleich auf der Karte am besten. Hab ich gerade. Nee, nicht so, wieder verlieren. Dungeon. Maximal. So. Da läuft man echt gern vorbei in den blöden Dingen. Ja, gell, das ist wirklich unauffällig. Irgendwas glitzert da hinten. Ja, ich habe ein paar Sachen getötet, als ich zu dir gerannt bin. Okay. Wollen wir da mal rein? Vielleicht kriegen wir ja gleich mal. Da hat es nochmal vorkommen. Das will ich mal kurz ausprobieren, dass ich das mal freischalten kurz. Was willst du freischalten? Das Kupfer. Ich denke mal, Hugin, okay. Wenn ich Kupfer gesammelt habe, wird so, ja kommen. Ja. Markier das Kupfer, kommt bitte auch gleich. Kann ich es nicht einfach fertig wegbauen? Markier's mal, weil es dauert schon eine ganze Zeit, bis du die abgebaut hast. Ich persönlich würde ganz gerne in das Dungeon mal rein. Ja klar, was ist das? Das ist ein Einstern-Grauzwerg. Ach, was ich gerne habe, ist Dungeon. Zweifelflüchtig halt. Was ist denn das für ein Vieh? Hallo? Na, ich sehe schon, ich werde sterben. So, zwei Skelette erledigt. Das war ja. Das ging ja schon mal relativ gut. Mal kurz die Fackel nehmen. Ah! Jetzt hat's funktioniert, ja, dass ich die Fackel in die Hand nehme. Ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Okay. Ah, geschafft. So. Das Kupfervorkommen war irgendwo hier. Skelettüberreste. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt habe ich Hukin. Da ist er doch. Ja, mal auf die Holz. Oh, Skelett um die Ecke. Was versteckst du dich hier so fies? Das so, du bist reingegangen, oder wie? Ja, ich bin einfach reingegangen. Ja, hier draußen ist auch alles nass. Und ein Sotling-Kern. Und noch ein Skelett. Eins sterben. Brauchst du Hilfe oder gibst du es hin? Das sind jetzt zu viele Skelette, da muss ich gerade mal flüchten. Es wird gerade ein bisschen eng. Die Lebenspunkte. Ich bin hier. Bleib stehen. Ja, ich will nur mal ein bisschen regenerieren. Geh da besser nicht zu tief rein. Nämlich die einen Sternskelette. Die sind schon ganz schön gemein. Mhm, ich hab's gemerkt. Aber ich bin wieder trocken. Ja, ich schau mal gerade, dass ich ein bisschen regeneriere und dann. Ich habe mich nämlich schön so ums Eck versteckt. Das werde ich ein bisschen regenerieren, weil ich glaube, den kriege ich runter. Okay, es ist aber weg. Ich bin aufs Eck gelaufen. Das ist ganz praktisch. Wenn du die einmal gespottet hast, siehst du, wo sie sind. Und irgendwas macht er. Greift er irgendwie die Wand an? Oder versucht er mich zu treffen, obwohl ich in zwei Räume weiter bin? Hä? Zumindest habe ich jetzt mal eins so ein Sirtling-Kern habe ich jetzt schon mal. So, mal kurz. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Kupfererz kann nicht teleportiert werden. Okay. Hey, teleportiert? Ja. Okay, was willst du teleportieren? Es gibt später Teleporter. Eins, zwei, drei, ein Skelett weniger.
Sehr gut. Wieder regenerieren. Okay, also ich habe jetzt das Skelett, das hier ein bisschen störend rumgelaufen ist in der Nähe von deinem Stein, habe ich erledigt. Ich muss doch gerade wieder ein bisschen regenerieren. Wo es weitergeht. Boah, wir brauchen echt Heiltränke. Ist ja beliebig nervig. Warte, wie habe ich denn diese Ahnenkraft angewendet? Da gab es so eine Taste. Ahnenkraft? Genau, mit F habe ich die gestartet. Diese Kraft, wenn du die Gegner besiegt hast, die ist nicht automatisch aktiv. Die musst du mit F aktivieren. Und dann ist sie 20 Minuten aktiv. So, hier war. Da steht aber bei mir nichts, das geht nicht. Habe ich die gar nicht aktiviert? Super. Du musst sie halt noch mit F aktivieren. Geht so, nicht, passiert nichts. Ich drück okay. Dreimal F, zehnmal F, das wird okay. Nicht besser. Dann musst du wohl noch zum Altar. Und sie, damit sie aktiviert ist. Also Skelettüberreste? Nein, ich bräuchte gerne diese Gedönskerne. Und zwar 3 Stück wären gut. Nimm das Skelett. Mit einem von diesen Skeletten. Ein Sternskelett im Kopf. Ich dachte, das ist klar tatsächlich. Mit der Ausrüstung. Ja, und jetzt ist meine Fackel ausgegangen. Leg mal noch mal. Vielleicht habe ich 2 dabei. Okay, hier ist eine Sackgasse. Aber da wollte ich mal ausprobieren. Waren die Sackgassen, die so aussahen, als könnte man sie weggraben? Nee, geht nicht. Okay. Dann haben wir da 2. 8. Weiter. Die gelben Filter sammeln wir auch schön auf. So, das wäre erkundet, die Ecke hier. Die Ecke haben wir auch erkundet, weil er zurückbringen kann. Hallo Salvian. Die Ecke habe ich auch schon erkundet. Dann wäre da noch eine Tür auf der linken Seite, genau die hier. Okay, hier ist aber auch nichts Spannendes drin. Gut, dann wäre die Seite wär schon mal fertig. Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Nein, nicht wirklich. Dann noch bleibt noch die Richtung. Hier ist auch nichts. Es ging auf der linken Seite, ging es nochmal irgendwo rein. Genau hier. Ja, jetzt Skelettreste, Überreste. Nee, das war's wohl. Auf der anderen Seite war auch nichts, aber wie traurig. Nee, da bin ich auch komplett rein. Okay, Ausbeute, 1 Surtling-Kern. Beim anderen waren es 2 und mit dem waren wir noch nicht ganz fertig. Hm? Doch. Nee, da war die eine Ecke, wo die 2 Skelette gekommen sind. Da haben wir noch nicht erkundet. Okay, ich gehe jetzt trotzdem mal zu dem einen Kupfervorkommen hier und baue es noch ein bisschen ab. Will ich noch ein bisschen was mitnehmen und dann. Glaube ich, es ist auch schon wieder dunkel, das heißt, es ist eigentlich fast schon wieder Zeit zurückzugehen. Aber eigentlich wollte ich noch gucken, ob man irgendwo Zinn findet. Ja, nee, ich mach's nicht mit dem Kupfer, auch eine Surtling-Kerne, das auch nicht, deshalb markieren reicht das mal, wenn man's findet. Also ein Kupfer habe ich schon mal. Ja, ja, ich glaube 6 Kupfer habe ich auch schon zusammen. Ich schau auch gerade, ich sollte langsam tatsächlich auch zurück, weil ich habe nur noch 100 zum Tragen. Vielleicht doch ewig 100 zum Tragen. Was bist du? Hallo? Ah, lauter Grauzwerge, was ist? Na, ich sterbe gleich schon wieder. Vielleicht sollten wir zusammenbleiben. Ja, aber hier sind halt gleich 4, 5 Grauzwerge auf einmal. Ja, aber zu zweit kriegt man das normal also schon ganz gut hin, 4,05 €. Kannst gerne kommen. Ja, ja, ich bin gerade schon auf dem Weg. Aber ich glaube, die sind halt dort gespawnt, wo ich sie geöffnet, also.
bin nicht sicher, ob die dort gespawnt sind, dort drin. Oh, ich warte mal kurz, ich muss kurz mal ein bisschen auf die Seite treten, um zu essen. Weil gerade genau in diesem Moment ist mein Essen runter auf Komm, ein Gegner weniger, dann wird es wohl halt. So, das war's. Sag mal, baust du immer von innen nach außen ab? Nee, ich stand oben drauf und bin dann runtergefallen. Ja, das ist nämlich genau das Problem an der Stelle, warum es so blöd ist, da rauszukommen. So. Ja, so eine Uhr wäre schon was Schickes. Ah, der nächste kommt. Geh wechseln mal auf Waffe. Wo, wo, wo? Oh, das ist ein Berserker. Verdammt! Kommen wir da weg? Gehen wir weg? Deshalb bist du drauf? Nicht beim Dunkeln. Ich bin schon tot, sorry. Der war zu viel des Guten. Hallo, meine Lieben. Das war's mal wieder mit Valheim. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind und die ihr auf meinem Kanal findet. Valheim streame ich auch ganz gerne mal mit Freunden. Diese sind auf Twitch aktiv. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Also schaut auch dort gerne bei Salvian Gilindor oder W20 Physik da vorbei. Ich sage dann mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.